Jetzt geht es bei uns um die sogenannten Beacons, die, wenn man sie ins Deutsche übersetzt, Leuchtfeuer heißen. Und genau diese Leuchtfeuer testen wir gerade in der Salzburger AG, um Kundeninformationen standortgenau und zielgruppengerecht für Sie aufzubereiten. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. So können wir Sie in Zukunft über Baustellen direkt aufs Handy informieren, Ihnen Fahrgastinformationen direkt in den Obus schicken und vieles mehr. Also unser Projekt ist eine standardbezogene Kommunikation. Wir arbeiten damit zum Beispiel mit Beacons. Das sind so kleine Kasterl, die über Bluetooth Informationen aussenden, standardgenau. Also wenn zum Beispiel wer vorbeikommt und das Nearby über Google am Handy aktiviert hat, empfängt der Spaziergänger oder der Kunde die Information. Genau da, wo es braucht. Getestet wird das gerade in der Paris-Lothron-Straße in der Stadt Salzburg. Wenn man dann beim Beacon vorbeigeht, bekommt man eine Push-Nachricht, die schon auf Salzburgs bestes Internet hinweist. Wenn man es anklickt, wird man weitergeleitet auf die Zusatzinformation. Wir erweitern unser Telekom-Netz mit Link jetzt gleich anmelden. Zusatzinformation zum Internet und zur Baustelle. Das soweit die Baustelleninfos. Obus Fahrgastinformationen bekommen Sie am Hauptbahnhof, Flughafen, Park and Ride Süd und Mitte und am Hanusplatz. Allerdings derzeit nur über Android-Smartphones und auch über die Vorteilswert-App wird es in Zukunft funktionieren.